Eine Mischung aus Landpartie und historischem Motorsport. So kann man sie beschreiben, die Vintage Race Days. Aus der ganzen Bundesrepublik kommen die stolzen Besitzer dieser Prachtstücke. Das sind schwerpunktmäßig nur Autos aus den 20er, 30er Jahren, also Vorkriegsautos. Aber keine Limousinen, sondern nur die sportliche Variante. Und dieser Topf ist natürlich sehr klein in Deutschland. Von diesen wenigen Liebhabern fanden, trotz 5 Konkurrenzveranstaltungen, an diesem Wochenende eine ganze Menge den Weg nach Rastede. Hier sind in erster Linie nette, freundliche Menschen. Und darum geht's letztendlich. Dass wir gemeinsam Spaß haben, in Verbindung natürlich auch mit den alten Autos. Ich bin eingeladen worden von meinem Freund. Ich selbst besitze kein Vorkriegsfahrzeug und muss sagen, toll hier. Das ist Leidenschaft. Dieses ganze Flair, was da oben zu ist, das ist einfach Leidenschaft. Mit dieser Leidenschaft gingen die Teilnehmer dann auch an den Start. Taktiken, das Rennen zu gewinnen, gab es allerdings ganz unterschiedliche. Ich werde diesmal genau nach Zeit fahren, damit ich nicht zu schnell bin. Die Versuchung ist zwar groß, aber wir wollen ja die Strecke nicht ruinieren und das Fahrzeug auch nicht. Einfach mal so fahren und mal schauen, wie die Strecke aussieht. Vollgas, immer Vollgas. Dass letztere Herren mit ihrem Vorhaben eine Trophäe mit nach Hause nehmen werden, ist unwahrscheinlich. Denn wie bei fast allen historischen Autorennen galt es hier, die Gleichmäßigkeit zu beachten. Das heißt, wir geben bestimmte Zeiten, bestimmte Schnitte vor und die müssen versuchen, praktisch diese Schnitte wirklich einzuhalten. Und derjenige, der am gleichmäßigsten seine Runden fährt, geht auf eine Hundertstel Sekunde genau. Der ist natürlich dann auch der Gewinner oder der Sieger. Ob Sieger im Rennen oder nicht, der Spaß steht hier klar im Vordergrund. Sehen und gesehen werden, ein bisschen flanieren und Autos bestaunen. Eine durchaus angenehme Art, sich die Zeit zu vertreiben.